Alexa, wie ist das Wetter? In Magdeburg beträgt die Temperatur 36 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Heute höchstwahrscheinlich warme Temperaturen mit Werten zwischen 20 Grad und 37 Grad. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Call Soweit. Hier mit eurem Captain Dax. Wir spielen heute ein bisschen Neuseeland. Wir gehen spazieren. Ich hab Bock, ihr habt Bock. Let's go. So, wie gesagt, heute Neuseeland. Ich habe noch einige Hütten, die ich hier noch offen habe, die wir noch uns aneignen können. Zum Beispiel die hier oben. Da gehen wir auch gleich mal hin. Und wir gehen heute mal so ein bisschen Trinkgebiete Rothirsche ab. Ich weiß nicht so genau, wo die Trinkgebiete Rothirsche wirklich auf der Map sind. Aber wir versuchen mal ein bisschen was. Ich würde mal sagen, da wo Wasser ist, werden wir auch irgendwo, irgendwann Rothirsche sehen. Und natürlich wird heute wieder auf alles geschossen, was wir zwischendurch so sehen. Nichts ist vor uns sicher. Alles wird getötet. Also ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich bei dem krassen Wetter jetzt, also bei dieser Hitzewelle, kann man ja eigentlich schon sagen, spricht ja jeder von der Hitzewelle, dass ich da lieber aufnehme, als zu streamen. Also ein Stream finde ich immer stressig. Eine Aufnahme geht bei mir also meistens 1,5 Stunden. Ein Stream 1,5 Stunden ist ein bisschen lame, muss ich euch ganz ehrlich gestehen. Und länger halte ich es auch wirklich vom Rechner nicht aus. Ich habe hier einfach 4 Monitore, die warm werden, die mich anstrahlen mit ihrer Hitze. Von draußen kommt die Hitze. Der Ventilator ist nonstop auf mich gerichtet. Das geht sonst nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin auch die ganze Zeit so ein bisschen so an so einer Schräge so am Kopf drehen, ne? Merkt ihr das? Ich bin so immersiv in diesem Spiel drin, dass ich, wenn was kommt, möchte ich da eine gerade Linie sehen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so schlecht zu beschreiben, aber ich bin da halt voll drin. Warnruf einer Wildziege. Okay. Hier sind Ziegen. Okay. Okay. Der sieht saftig aus. Nein, schon wieder ein Spielabsturz. Was habe ich dir denn getan, Spiel? Hm? So, zumindest habe ich hier noch Jagddruck in dem Gebiet. Ich hoffe, dass da meine Ziegen noch liegen. Jetzt muss ich da hinlaufen. Toll. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass Neuseeland nicht wirklich meine Lieblingsmap ist. Also, eigentlich mag ich die Map überhaupt nicht. Ich dachte mir nur, ich gucke mir die nochmal an nach dem Update, so wie ich mir Hirschfäden auch angeguckt habe, um vielleicht eines Besseren belehrt zu werden. Aber, weiß ich nicht, nach 20 Minuten erster Game-Absturz liegt natürlich nicht an der Map. Aber hinterlässt trotzdem so einen komischen Nachgeschmack. Wisst ihr, was ich meine? Komischen Nachgeschmack. Das war spontan und kreativ, sage ich euch. Spontan und kreativ. Wo ist die Leiche? Da. Okay, bronzendes Weibchen in Braun. Naja, ja, die war irgendwie buggy, die konnte nicht weg. Oh, ist die hässlich. Selbst das Euter ist behaart. Muss es so? Also jetzt frage mal an die Entwickler, muss das Euter auch behaart sein bei dieser Tierart? Ich würde sagen, nein. Egal. Nehmen wir mit. Hier haben wir aber irgendwo noch, weiß es halt nicht, wo haben wir denn den Bock geschossen? Diesen krassen Bock. Ich sehe ihn gerade nicht. Eigentlich da unten, ne? Und irgendwie ist er nicht mehr da. Das ist nämlich das Problem hier an der ganzen Nummer. Der ist nämlich nicht mehr da. Ach, Menno.
Der sah so gut aus irgendwie. Warnruf Rothirsch. Was haben wir denn da? Ein Sechser? Noch ein Sechser? Das sind alles Sechser. Jetzt die Frage, kriegen wir die alle drei oder nur einen von denen? Ich versuch's. Das könnte was geworden sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht haben wir drei rote Hirsche geschossen. Okay. Einer ist im Wasser. Ganz eindeutig. Dass er sich noch so wehrt. Hattet ihr das schon mal? Dass der nochmal so von links nach rechts sich wälzt und so? Sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass das passiert im Wasser. Okay. Silberner Rothirsch. 174,9. Nicht schlecht. So, zweiter Sechser. 162er Score. Okay, okay, okay. Gucken wir mal, der eine, der auf der Flucht war, den habe ich bestimmt nicht getroffen. Kann ich mir irgendwie sehr schwer vorstellen, dass ich den getroffen habe. Aber wir schauen es uns an. Nee, sieht nicht so aus, als ob ich ihn getroffen habe. Schade. Gut, gehen wir mal zur Hütte am See. Vielleicht ist am See, sind dann noch ein paar rote Hirsche, die wir abfarmen können. Mal sehen. So, hier haben wir einen Fünfer. Ja, gut. Für den Fünfer habe ich mich jetzt an diesen See reingeschlichen. Schön. Ansonsten sehe ich hier noch was oder sieht schlecht aus. Einen Sechser habe ich verjagt. Ja, der droppt ganz gut. So, 5er Rothirsch in Silber, 147er Score. Kleiner Süßer. So, wir haben jetzt die neue Hütte erkundet und ich werde mir die hier drüben auch nochmal schnappen. Dann können wir gleich die Bucht der Ruhe abchecken. Vielleicht gibt es da noch ein paar rote Hirsche. Oh ja. Okay, 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 okay. Okay. Mal sehen, wie gut ich die getroffen habe. Da hinten ist ein Vierer, okay. 362 Meter entfernt. Den nehmen wir auch mit. So, der ist auf jeden Fall schon mal Silber. Schönes Ding. Schwarz ist er. Habe ich, glaube ich, noch nie geschossen. Sickerhirsch. Habe ich noch nie geschossen. Ich kann mich nicht dran erinnern. So, das ist der Vierer. Okay, 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 okay. Der liegt. Aber ob ich den gut getroffen habe, weiß ich nicht. Ich weiß schon wieder nicht, was mit dem ersten Schuss war. Habe ich wahrscheinlich drüber geschossen oder so? Und beim zweiten Schuss? Wenn das wirklich ein Hals-Nasen-Ohren-Schuss war, war das wieder so ein Künstlerschuss. Dann wäre es mega nice. Aber alles andere, boah, weiß ich nicht. Gefleckt. Ich weiß nicht, ob bei denen gefleckt auch selten ist. Das werde ich gleich mal nachschauen. 135, 136,4 wäre gut gewesen. Schade. Ich schau mal kurz nach, ob bei denen gefleckt auch gut ist. Oder eben nicht. Gefleckt ist nicht sehr selten. Rot gefleckt wäre selten. Und Albinos bei denen selten. Albinos sehr selten. Ja, okay. Aber der ist ja nur gefleckt. So, der ist schwarz und auch in Silber.
ich habe ihn getroffen. Den Truthahn. Kann sein, dass ich den jetzt öfter getroffen habe, weil ich irgendwie davon ausging, dass wenn ich ihn getroffen habe, er auch runtergeht. Zweimal getroffen. Okay, okay, Gold-Truthahn, schön. Naja, warum nicht? Mitten in der Luft. Schönes Ding. Okay, zweiter Treffer war auf jeden Fall ein tödlicher Treffer. Gold. Okay, okay, okay. Tatsächlich haben wir den durch den Hals getroffen. Jetzt steht hier dunkel gefleckt. Was heißt denn dunkel gefleckt? Ich bin mir nicht sicher. Nee, dark spotted. Spotted dark. Okay, okay. Spotted dark ist auch nicht selten. Schade. Das ist hier übrigens eine schöne kleine Aufnahme für YouTube. Ne? Extra nur für euch. Aber ich streame auch. Und wenn ihr Bock habt, da mal vorbeizuschauen, schaut in der Videobeschreibung nach. Da ist der Link zu meinem Twitch-Account drin. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischauen würdet. Da ist noch einer in Gold, glaube ich. 200 Meter sind mal eine dumme Entfernung. Versuch mal, näher ranzugehen. Oh, wir haben aber gleich Rückenwind. Das heißt, ich werde ihn jetzt mal so schießen. Es kann natürlich sein, dass er jetzt ins Wasser fällt, aber müssen wir jetzt erstmal riskieren. Ja. Er ist ins Wasser gefallen. Er treibt an uns vorbei. Komm her. Sitzplatz. Aus. So, Gold. 180. Wow. Okay. Kurz vor 200 ist Diamant bei Sickerhirsch. Also der ist schon sehr, sehr gut für ein goldenes Tier. Der ist schon sehr, sehr gut. So, wir versuchen mal 150 Meter beide zu kriegen. Ja, easy. Easy peasy. Das Gute ist, dass das Vierer-Tiere sind, also Kategorie 4. Und bei der Waffe, die ich hier verwende, bei der Zarzar Moonlight 308, die fängt genau bei Klasse 4 an. Ihr habt es ja gesehen, ne? Zwei Schüsse, zweimal liegen die im Dreck. So, der ist auch Gold, 139. Der ist braun, auch Gold. Bisschen kürzeres Fell. Gefällt mir auch sehr gut. Ihr müsst es mir nachsehen. Ich habe schon wieder fast eine Woche dieses Spiel nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Reinkommen in den Flow. Du bist halt raus. Wenn du einen Tag lang nicht gespielt bist, bist du raus aus dem Game. Musst jeden Tag dieses Spiel spielen. Dann bist du Profi. Falls ihr übrigens meine Abschlüsse von den Videos und von den Streams nochmal sehen wollt, der Link von meinem Discord ist in der Videobeschreibung und im Channel Erlegtes poste ich alle Abschlüsse aus meinen Streams, alle Abschlüsse aus meinen Videos. Da dürft ihr gerne reinschauen nochmal, falls ihr euch nochmal irgendwas genauer angucken wollt. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren, eure Dias, eure Great Ones, eure speziellen Farben, was auch immer. Postet's rein und ich guck's mir an. Ich habe den Truthahn tatsächlich getroffen. Gibt's ja gar nicht. Schauen wir uns an. Nicht tödlicher Treffer. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Du bist ein Einertier. Bei dir ist alles tödlich. Selbst wenn ich dir einen bösen Blick zuwerfe, ist der tödlich. Da sage ich ja. Der böse Blick. Und zack. Tödlich. Gold. Da ist er. Schöner Goldtruthahn. Top. Komm, dreh dich nochmal. Dreh dich. Ja. Luft. Da ist noch einer. Da
ist noch einer auf 215 Meter. So. Erstmal den kleinen hier vorne, der ist Silber. 100. 100 das Score, okay. Ja, doch noch zwei Böcke gefunden. Und der hier ist gar nicht so schlecht, oder? Der ist Gold auf jeden Fall. 137. Braun. Naja, doch die Braunen gefallen mir auch gut. Die Braunen gefallen mir auch gut. So, da haben wir ja doch noch zwei gute Böcke gefunden. In dem Delta hier unten, in dem kleinen Flussdelta. Das war's auch wieder heute mit dieser kleinen YouTube-Folge. Wir haben vielleicht nicht ganz so viel geschossen, aber wie gesagt, das liegt auch so ein bisschen an der Map. Ist nicht wirklich meine Lieblingsmap, aber ja, ich habe Sickerhirsche für mich entdeckt. Ich fand das cool. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, lasst einen Kommentar da. Vergesst das Abo nicht. Vergesst auch den Follow auf Twitch nicht. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.